Das kommt auch noch. So, pass mal auf, die beiden Fackeln sind ja hier an der Tür. Das heißt, das ist die Mitte. Das nicht ist, lang Fackeln. Hör mal, guck mal eben von außen, den Stein, den ich jetzt gesetzt habe, Steglitz. Der ist jetzt in der Mitte über der Tür, ne? Ja. Ja. Gut. Unter der Fensterin. So, pass auf. Also, das ist die Mitte. Jetzt müssen wir eben überlegen. Mitte, Mitte, Mitte. Fenster. Ein. Alles klar. Ich hab's. Okay. Ich hab 5 Öfen am Laufen. Nein. Das ist mir irgendwie zu wenig. Oh. Nein. Oh. Halt die Klappe. Nein. Oh. Wen habe ich denn da ein bisschen nachgemacht? Hat's einer erkannt? Nein. Mach nochmal. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Markus Lanz? Falsch, aber gut. Ja gut, jetzt weiß ich nicht, ob ihr das gesehen habt. Louis de Funès. Habt ihr Louis de Funès Filme geguckt? Achso, ja. Geil, oder? Auf jeden Fall. Louis de Funès Filme... Ja, finde ich, ganz ehrlich, viele Filme von früher, ne, kann man sich heute echt nicht mehr reinziehen. Aber Louis de Funès Filme, ne, ganz ehrlich, ey, die, also ich für jedenfalls finde, die kann man sich immer noch auch heutzutage geil reinziehen. Ja. Einfach zu geil. Weißt du, er war ja auch so, immer so cholerisch veranlagt, ne, und das war so witzig gewesen, ey. Kennst du auch Louis de Funès Filme, Cohn? Nee. Sag mir jetzt nichts, also. Da bist du raus. Wenn mich jemand nach Regisseuren und oder Schauspielern fragt und sowas, das ist, kann ich meistens nichts dazu sagen. Ja. Ich kann mir die Namen und so, das kann ich ganz schlecht merken. Louis de Funès, ey, also auch für andere, ne? Französischer Kultschauspieler, ist leider schon sehr lange tot. Der ist in den 80er Jahren ist der gestorben. Genau, es war in den 80ern. Ich weiß aber nicht genau wann. Weil ich bin ja erst 30 Jahre später zur Welt gekommen. Und ja, auf jeden Fall, der hat halt in Komödien immer gespielt und einfach göttlich. Und da war so richtig cholerisch, immer veranlacht auch, ne? Und dann, und wenn irgendwas passiert ist, diese Grimassen bei ihm und dann immer dieses, oh nein, ah, oh, nein, ja. Geil. Hm. Aber Steglitz, du kennst auch einige Filme von ihm? Jein. Nach Titel muss man mich jetzt nicht fragen. Also einer der geilsten gesehen. Von ihm fand ich Hasch mich, ich bin der Mörder. Das ist richtig geil. Da versteckt er, versucht er die ganze Zeit so eine Leiche in seinem Garten. Da hat er so ein Pavillon, den hat er neu gebaut, also auch das Fundament neu gegossen. Und da versucht er die ganze Zeit krampfhaft eine Leiche vor der Polizei zu verstecken. Alter, und da geht natürlich alles schief, ne? Zum Kaputtlachen der Film, ey. Richtig geil. Richtig geil. Ja, im wahren Leben geht das ganz einfach. Was? Im wahren Leben geht das ganz einfach. Ja, sicher. Ich habe ja auch schon genug Leichen versteckt, ey. Das hat die Polizei bis heute noch nicht gefunden. Moment mal eben. War das jetzt eine Sache, die man vielleicht nicht hier im Let's Play, ach, naja. also ich habe natürlich nur von der Leiche von Steglitz gesprochen, die er bei sich im Garten versteckt hat. Nur er hat sich nicht die Mühe gemacht, extra ein Pavillon zu bauen. Die hast du nicht von mir bekommen zur Entsorgung. Nee. Und du hast auch keine 1000 Euro von mir gekriegt dafür. Das stimmt einfach nicht, Steglitz. Setz doch nicht solche Gerüchte in die Welt. Seitdem ist Steglitz sein Garten komplett aus Beton. Ja. Betonfußboden. Darf ich euch meinen Garten vorstellen? Ziemlich pflegeleicht. Hier wächst kein Gras mehr. Und was ist das für ein fauliger Geruch? Was meinst du? Nichts, nichts. Soll ich dir mal zeigen, wie der Beton von unten aussieht? Geil. Ah, geil. Da wäre ich fast hier schon wieder abgeseilt. Hätte ich fast einen abgeseilt. Aua, aua, aua. Aua. Aua, ich bin hier schon ganz schön hoch wieder, ey. So, ich glaube, ich sollte hier auch schon mal ein bisschen wieder was am Giebel weiterbauen. Da sind die so tief Falle immer. Weil Hochmut kommt vor dem
Korn. Selten allein. So. Pass. Au. Jetzt muss ich echt nachdenken. Ich finde es gut, dass du immer brav deine Pillen frisst. Ja, das ist immer geil, ne? Nicht. Schnauze. So, jetzt muss ich erstmal hier weiterbauen. Da haben wir den Träger in der Mitte. Also die Endhöhe ist erreicht, ne? Oh. Ey. Aber also die gesagt, große Rundum leuchtet schon drauf. Ja. Also da müssen wir natürlich, wegen langweilig, werden wir natürlich was unternehmen noch, ne? Ist ja erstmal so das Grund, ne? Das Grundgestell der Almhütte, die wir hier bauen, ne? Ja. Ich muss mal eben das Lied weitermachen, das ist aber hier... Doch, kaputt. Also das Lied, was hier gerade lief, das hätte ich auch pupsenderweise spielen können. Da war jetzt kein Unterschied. Die ganze Zeit so Tuba. Nee, das wird jetzt wieder ganz anders an. Entschuldigung. Stimmt. Nee, das Ach nee, das war nicht die Tuba. Nee. Könnte man falsch verstehen. Zu Hause? Ich? Zu Hause? Ja. Nee, geh weg. Geh woanders schmaus. Ich brauch Sand. Träger. Ja, ich komm jetzt wieder. Da nur kommt Sand. Der Träger rein. Nur Sand? Ja. Ja, das so. Geht auf Rasen nicht. Ja, das dachte ich mir. Mit hast den du aber chinesischen genug Baustoffen. Doch, geht. Von den chinesischen geht Zweig? Auch. Aber gut, mit Sand wachsen die sollen sie schneller wachsen. Aber auf Gras wachsen die auch. Aber genug hast du davon. Weil ich hätte auch noch was. Mit was? Ja, mit diesem Baustoff. Mensch. Achso, hab ich, ja. Hast du, Baustoff gut. Hab ich. Wo bist du jetzt gerade? Am... der war gut. Ich bin gerade hier. Ich bin gerade bei der... beim Modekaufhaus. Achso. Das Modekaufhaus, was wir hier gerade bauen, weißt du? T und A? Alter. Ich habe mir jetzt gerade eine Alternative mit dem Buchstaben gesucht zu der Kette, die du genannt hast, weil ich das nicht nennen wollte. Aber genau da habe ich auch sofort dran gedacht. Komisch, ne? Ich habe ja gesagt B und K, habe ich doch gesagt, oder nicht? Nein, das ist nicht. Du Kleiner. Blöd und Knödel. Kaufen Blöd Sie und jetzt Knödel. Ein. Herzlich willkommen zu der Firma Blöd und Knödel. Nein, das ist nicht unsere Firma. Auch wenn man es vom Namen her meinen könnte. Hände hoch. Ja. Wie viel brauchst du? Nicht so viel. Nicht so viel? Nein! Achso, du willst ja bloß die Mittelspur ziehen. Ah, die Bremsspur da. Ja, genau, da habe ich auch dran gedacht, Alter. Genau. Okay. Heißt, hast du erstmal noch Glas? Was war mit Glas? Ob du noch genug Glas hast erstmal. Moment. Oder wird's knapp? Ein bisschen. Ja, ich hab noch was. Hast noch was? Gut, ja, dann geh ich erst noch mal schnell zu mir. Ja. Ne, geh mal. Kannst ja ruhig noch mal eben zu dir hingehen. Geil, ich guck gerade genau unten beim Stieglitz hin. Während ich hier oben. Das erkennt man von da oben. Meinst du, obwohl er so klein ist? Du sollst arbeiten! Boah, wir hatten hier gerade ein Glas kaputt gehauen, Stieglitz. Nee. Das warst du doch. Ich hab hier unten kein Glas. Ach ja, sicher. Guck mal, jetzt wirft er schon wieder einen Stein gegen die Scheibe. Und Fußball also spielt er ja auch. Oh Gott. Du weißt doch, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Elefanten werfen. Also Stieglitz, bleib ruhig stehen. Lass ihn zusammen. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit seinem Rüssel spielen. Was? Was ist kaputt? Deswegen ist Korn auch immer in der Wüste. Richtig. Er kennt die Regeln. Ich brauche den Sand dazu. Ich brauche... viele, viele kleine Körner. Da bekommt der Begriff Körnerdiät eine ganz andere Facette. Ist geil. Stieglitz, nicht mit dem Ball, nicht! Oh, schon wieder eine Scheibe kaputt geschossen. Das hat jeder gehört. Ja, und gesehen. Und auf dem Video.
Was? 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 Videobeweise sind immer noch nicht zulässig. Auf jeden Fall nicht hier, wenn ich davon Nachteil habe. Was für ein Video? Nehmen wir die ganze Scheiße hier auf? Nein, oh Gott, wer will das sehen? Ey, das geht ja gar nicht. Ich froh. Ja, ich auch. Schicki, geh pennen. Los! Nein. Jetzt! Wie du ihn immer dazu zwingen willst, das ist ein bisschen, Dieser ungehorsame Bengel, den musst du ja zwingen. Ungehorsamer Bengel, den Buben. Oh. Ja. Der Bube. Ha, mit der großen Puppe. Oh. Alter, das hörte sich gerade an wie ein Slime. Oh. Aber ich glaube, hier ist Stieglitz gerade hergelatscht. Das hörte sich so platsch, platsch, platsch an. Worüber bist du denn gelaufen? Gar nicht. Ach, das habe ich gehört, wie du das einsetzt. Wie du die Bushaltestellen einsetzt. Geräusch habe ich gehört. Das wird immer verrückter, ey. Ja, nu, wenn die Bushaltestellen nicht richtig sitzen, dann kannst du auch nicht telefonieren, ne? Das ist ja klar. Dass man da immer alles noch erwähnen muss, solche Selbstverständlichkeiten. Mann, diese ungebildeten Leute. Dieses ungebildete Volk. Dieser Popel, Böbel. Popel. Dieser Popel, Böbel. 2, 1, 2. Also schade. Und da kommt jetzt wieder, okay, ja, da kommen jetzt wieder die Nasenringe rein. Ah, oh, dann kann ich den Stieglitz wieder gut beobachten. Oh. Stieglitz, du musst mir an diesem Ende hier jetzt was machen, sonst kann man dich nicht so gut riechen. Sehen was. Was? Aber wir können ja mal, vielleicht doch mal versuchen. Oder? Ne, machen wir gleich. Wir können schon wieder, er fängt irgendwas an. Keine Sau weiß, um was es geht. Wir könnten... ja, mal... ach nee. Oh Gott, die gelbe Pest ist da. bei Gelegenheit könnte man auch von innen eine Druckplatte vor die Tür legen, weil wir ja alle von Natur aus sehr, sehr faul sind. Ah, Alter, mein Herzinfarkt. Jetzt kotzt er hier wieder alles voll. Ui. Oh, Alter, das ist alles in dem kleinen Magen gewesen. Jupp. Model bist du aber nicht gerade. Oh, ist doch jeder. Geil. Was ich gerade mal andeuten wollte, weil wir könnten gleich mal was versuchen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Weil ich habe gerade so Tierversuche machen wir in der nächsten Folge, weil ich hab das gerade so zeitlich eruiert und dann fiel mir ein, nee, brauchen wir jetzt nicht mehr anfangen in der Folge, können wir in der nächsten Folge machen. Also bereitet euch schon mal auf geistig hochwertiges Niveau vor. Und dass ihr dann vielleicht auch mehr wie ein, zwei Sätze sagt. Ja. Vorbereitung ab Stieglitz, nicht den Stein, leg den Stein in... Oh, der hat schon wieder ein Fenster getroffen. Bin gar nicht bei dir. Der hat schon wieder ein Fenster getroffen. Bei dir ist Tony, Jens. Der hat wieder eine Scheibe eingeschlagen. Darf ich da vor der nächsten Folge noch meinen Schulabschluss nachholen, bitte? Nein. Nee, so viel Zeit haben wir nicht. Da müsstest du ja Jahre... Alter! Stieglitz! Nicht schon wieder. Nicht. Ah, oh, er hat schon wieder ein. Oh, ich hab's gesehen. Ich bin aufgefallen. Nein, das war Stieglitz. Der hat wieder einen Stein geschmissen. Böser Junge. Da, wie er so da hockt, den Arsch raus. Aufgefallen. Und guckt so nach oben. Und dann so. Oh, wer kann schon an, dass er auf einmal hier steht? Ich dachte, ich wäre alleine am Dach. Was ist denn für eine alte Kackwurst hier? Das ist peinlich. Kemalör. Kemalör. Das ist mir jetzt zu schwör. Oh, scheiße. Ziege? Also mit Glas müsste es so reichen, oder? Das müsste reichen. Das müsste reichen. Müsste reichen, gut. Müsste reichen. Und wenn Überschuss noch da sein sollte vom Glas,
Ne, da hätten wir ja schon eine schöne Idee, was man anschließend oder wohin man das anschließend, ne? So. Ja. Gell? Ich brauche jetzt eine Aufgabe, sonst gehe ich saufen. Du brauchst eine Aufgabe? Ja. Du spielst, ich. Okay, er ist saufen, schön. Ja, kann ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht sagen. Sagst du überhaupt manchmal was aus dem Kopf? Nee. Außer deine Stimmen? Meine Stimmen. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann ja hier erstmal so weitermachen noch, ein bisschen das Dach zu Ende machen. Ich helfe mal Stieglitz. Was machst du? Stieglitz helfen. Was macht er denn gerade? Keine Ahnung, nichts. Oh. Natürlich mache ich was.